Hey ho, Knastkollegen und Bettlandräuberinnen und willkommen zurück zu Let's Play Saiken Densetsu! Ich glaube, ich habe in der letzten Folge gar nicht erklärt. Verdammt, jetzt öffnet sich gerade bei mir ein Hintergrundprogramm. Ich hoffe, das stört die Sache nicht. Ich glaube, ich habe in der letzten Folge gar nicht erklärt, weswegen ich Saiken Densetsu sage. Zumindest glaube ich das gerade. Und zwar, bei diesem Spiel hier handelt es sich eindeutig um den ersten Teil der Saiken Densetsu-Reihe. Wer hätte das gedacht? Und der zweite Teil ist wahrscheinlich der viel bekanntere unter dem Namen Secret of Mana nach Deutschland gekommen. Richtig. Der zweite Teil, den gab es auf dem SNES. Und es gibt ein Wiedersehen mit ein paar Gegnern. Und leider ist der Josh, also das hier ist der Pogepuschel. Ich glaube, den hatten wir in der letzten Folge auch schon. Es ist schon ein bisschen länger her, dass ich die letzte Folge aufgenommen habe. Und das hier ist jetzt die zweite Folge. Die werde ich. Ich werde jetzt nicht großartig weiter im Voraus aufnehmen, weil ich ja mein Format ein wenig umstellen möchte. Nur, ich frage mich nur, was. Okay, das da oben sind Pogepuschels, aber das hier sind diese Wespen oder was auch immer. Hola. So, und im Vergleich zum letzten Mal habe ich auch nach einer Möglichkeit gesucht, das Aufnahmeerlebnis ein bisschen Saigota, das Aufnahmeerlebnis ein bisschen zu verbessern. Ich habe eine andere Möglichkeit gefunden, aufzunehmen, ohne dass der Sound hier am Abnippeln ist. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Frage. Willst du meinen Schwengel reiben, dann darfst du bei mir bleiben. Nein, das. Ich. Verdudonde. Ja, der Anfang ist nicht so einfach, zumindest für jemanden, der beschränkt ist wie ich. So, wie war man jetzt beim letzten Mal? Ich glaube, Reife. Meine Reife. Ja, Reife war das Richtige. Und ich habe noch nichts zu diesem unteren Balken gesagt, aber was ich jetzt viel eher nennen möchte. Wo kommt das Schwert raus? Wo kommt das Schwert raus? Ich meine, der muss sich doch mit seinen beiden Händen an der Rankerei halten. Au, du Dings, Möps. Meine, naja, ich werde es nicht aussprechen. Hier, guckt's euch an, wo es rauskommt. Boah. Vielleicht war er früher mal Schwertschlucker, der Held. Und hat es ein bisschen übertrieben, zu tief geschluckt oder so. Lass mich durch, öffnet sich nicht. Verzeihung, ich suche jemanden namens Humphrey Bogart. Hey, du alter Sack, du kannst mir wenigstens antworten. Ich weiß gar nichts. Also schlecht für dich. Du warst bestimmt bei der PISA-Prüfung für Deutschland. Hau ab. Das ist das Mann-Amulett. Meine Mutter gab es mir. Bist du der Gemma-Ritter? Ja. Das war damals, als Wanderul versuchte, die Welt mit Hilfe des Mana zu erobern. Wir kämpften gegen sie um des Friedens willen, aber ohne Erfolg. Die Macht des Mana war zu stark, aber es gab eine edle Frau, die uns zum Sieg verhalf. Sie hat einen Pole Dance hingelegt und da war der Feind abgelenkt. Jene Frau trug dieses Amulett auf ihrer Brust. Es war ein Röntgengerät. Es scheint, dass du Mädchen der Schlüssel bist. Hol die Spitzhacke aus dem Nebenraum. Gehe nun in die Höhle auf der Ostseite der Berge. Benutze die Spitzhacke, um Felsen in den Höhlen zu zertrümmern. Besuche es. Kibba, Sibba in Wendel. Er weiß mehr. Zum Glück heißt die Stadt nicht Wendel. Dann würde er auch, wäre sie ziemlich, schmutzig. Okay, ja. Das war's mit Humphrey Bogart, der großartige, super tolle, extrem fantastische. Hab ich fantastisch schon gesagt? Egal! Gemma-Ritter! Lass mich deine Wunden heilen. Ja, es ist ein bisschen blöd, dass andauernd. Die Frage kommt. Ich meine, die Aussage kommt. Das stört den Spielfluss für meinen Geschmack. So, stech ihn um. Danke. So, der Pogepuschel kann sich da unten ruhig verziehen. Zank. Wie gesagt, das hier war mein allererstes Rollenspiel. Und ich hatte. Ja, was war mein zweites? Ich glaube, das war sogar schon fast Secret of Mana. Also, Zelda Link's Awakening ist ja kein Rollenspiel, sondern mehr Action-Adventure. Und, ich habe immer gedacht damals. Hatte ich diese Geschichte eigentlich schon mal erzählt oder nicht? Ich weiß es nicht. Ossa! Ossa! Bossa! Ja, gut, dass die Frau bei mir ist, sonst wäre ich am Sterben. Ja, zugegebenermaßen, die Dame ist ziemlich krass überpowered. Aber keine Sorge, das wird sich noch ändern. Nicht, dass sie unterpowered sein wird, aber
Ja, ich muss mich ein bisschen mehr aufs Spielen gerade konzentrieren, weil... Komm hier, der von hinten durch die Beine Stecktrick hilft. Oh, Bonbon. Kennt jemand Bonbon? Diese Sendung vom Ohrenbär oder was auch immer? So. Hier kann man vorher nicht durch, aber wir haben eine... Ein Ding erhalten, das sich Spitzpickel nennt. Also Spitzhacke, oder? Pickel. Und damit läuft mir den Weg frei. Und er hat nur 7... Das heißt nur... Er hat 7 Aufladungen, danach geht das Ding kaputt. Ich habe keine Ahnung, ob man sich hier jetzt festsetzen könnte, indem man einfach diesen Pickel irgendwo anders verbraucht, nur nicht hier an den Steinen und dann nicht mehr weiterkommt. So, ich sollte gerade mal gucken. Verdammt. Narb! Mein Uhr! Ah, so. Ich sollte meine Uhr mal um... Ach du liebe Güte. Das war nicht gut gemacht. So. Warum? Ork. Ich habe es mal angespielt, dieses Spiel, bis eine ganz... Also, bis das angespielt, bevor ich hier das LP gestartet habe, habe ich es mal angespielt und ich habe wesentlich besser gespielt, als ich hier tue. Wahrscheinlich liegt es daran, dass ich hier gerade auch rede und deswegen immer von den Gegnern getroffen werde. Und deswegen kann ich mich hier nicht gut konzentrieren und deswegen werde ich hier wahrscheinlich auch ziemlich schnell sterben. Und sie wissen auch immer deswegen, weil mir einfach nichts Schnelleres einfällt, weil das Männerhirn ist ziemlich langsam und deswegen fällt mir immer nur das Wort deswegen ein, weil ich mir deswegen mich gut artikulieren kann. Oh Gott. Das war eine kurze Höhle. Hula, hula. Mal sehen, wie lange, wie weit wir heute noch in diesem Video kommen. Ich habe mir überhaupt keine Art von Plan gemacht. Utsa. Ich... Oh, Kopf. Utsa. Oh Gott. Oh. Ja, das ist... Merkt euch diese Stelle gut. Sie wird viel, 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 viel später im Spiel nochmal auftauchen, wenn wir auf der anderen Seite dieser Berge oder dieser Schlucht oder dieses steilen Hanges sind. Und dann werden diese Gegner gar kein Problem mehr für uns sein. Oh, ein Häuslein. Aber bevor ich dieses Häuschen betrete, brauche ich Erfahrungspunkte. Gebt mir mehr Erfahrungspunkte dann, okay? Klopf, klopf. Und was typisch ist für die Seiken-Densetsu-Reihe, Mystic Quest heißt der übrigens, ist diese Tanzenhändler. Einige Angst, 150 Gesundheitssteine. Möchtest du sie? Habe ich so viel? Ja. Wunderbar. Möchtest du irgendwas? Nein. Ende. Im Gelände. So. Da vorne wird es sumpfig. Ja, das könnt ihr lesen, wenn ihr das lesen wollt. Ich sollte gerade meine Waffe umlegen. So, diese Waffe ist etwas besser. Wie man sehen kann, meine Attacke ist, oder mein Attackewert ist von 8 auf, was war's, 12 gestiegen. Und hier haben wir Salbe. Super. Es ist keine Vaseline. Ich will keine Vaseline-Jokes hier hören. Ich möchte allerdings Level-Up-Jokes hören. Wir nehmen, wie ich es wieder angekündigt habe, Kraft. Wie gesagt, Immun würde dazu beitragen, dass wir mal ein paar Lebenspunkte mehr bekommen als 0 oder 1 am Anfang. Das ist irgendwie der ganz große Nachteil, weswegen das Spiel so schwer ist. Meiner Meinung nach relativ schwer ist. Achso, das sollen Quallen sein, oder? Was haben Quallen im Sumpf zu suchen? Das ist zu wässrig? Ich weiß es nicht. Jedenfalls, ich habe überlegt, ob ich diese Salbe wegschmeißen kann. Nein, ich habe überlegt, ob ich diese Axt überhaupt kaufen soll. Weil... Ula. Das auch. Nein, nicht Ula. Weil, ich relativ zügig doch eine bessere Waffe kriege und ich mir die 150 Gold sparen könnte. Diese Viecher sind übrigens, Bombs hört's, nicht zu besiegen. Oder zumindest nicht mit meinem jetzigen, oh Gott, Zustand. Hat er mich getroffen? Das sah irgendwie nicht so aus. So, bevor ich jetzt allerdings zum nächsten storyrelevanten Ort weiterschreite, werde ich mich nach... Moment. In meinem Testspiel waren hier aber andere Gegner. Na gut, dann lasse ich es halt bleiben. Dann mache ich es erst später, dann sterbe ich halt. Ist doch egal. So, wir sind in einem kleinen Nachteil. Ich habe für nichts und niemandem gegrindet. Das heißt, mir fehlt... Was war es? Dieser Helm aus Toppel? Bei Toppel muss ich immer an Bart denken. Wegen Stoppel. Ich weiß auch nicht, warum. Warum können sich Quallen unsichtbar machen? Das macht keinen Sinn. Quallen haben keine Grabwerkzeuge, um sich einzugraben. Quallen können höchstens, keine Ahnung, blubbeln oder so. Zank. Ja, wenigstens, ich würde gerne mal wissen, was passiert, wenn man diese Axt beim Klettern benutzt und nach unten schlägt. Oh, ich habe noch Zeit. Hier haben wir eine Burg. Hallo. Oh, das ist der Herr Kaiser von der Hamburg-Mannheimer. Willkommen bei Cats. Die oberen Räume sind belegt mit Ketten. Raping. Porno. Darstellern. Keine Ahnung. Das Westzimmer steht zur freien Verfügung. Du kannst nicht durch diese Tür. Sie ist Herrn Lee vorbehalten. Oh mein Gott! Wir können Bruce Lee treffen! Verdammt, der Picture-Picture-Apparat. Wie heißt er? Der Fotoapparat ist noch nicht erfunden. Das Nest der großen Eidechsen liegt im Süden. Sie besitzen den Schlüssel zu der Höhle im Sumpf. Aha!
Der Spiegel zeigt das wahre Gesicht der Menschen, weil sie sich drin spiegeln können! Man sagt, der Mann hier... Oh Gott. Man sagt, der Mann hier schmiss ihn in eine Höhle. Warum nicht in den Mülleimer? Dann wäre er weg, wenn die Müllabfuhr käme. Oder kommt die Müllabfuhr? Verdammt. Nicht. Ork! Nein! Ich glaube jetzt gerade... Was ist jetzt passiert? Nein! Oh, meine Aufnahme ist für den Arsch gerade, glaube ich. Okay, hier haben wir ein Bettchen und ich lege mich schlafen. Ah, Josh. Was ist los? Nimm die Lebensmagie entgegen. Während des Schlafes, nicht vorher. Hey, komm, bevor wir schlafen gehen, hier, nimm das. Aber nein, ich schlafe gerade tief und fest. Und dann kommt sie an und... Hier, nimm das, ich kann nicht schlafen. Gib mir eine Decke. Nimm die Lebensmagie entgegen. Ja, das wäre hilfreich. Schau hier. Sie hat ihren Schlüpfer ausgezogen. Du erhältst den Lebenszauber. Zauber erlernen. Gute Nacht. Gute Nacht. Die Lebensmagie ist die... Ja, Heilmagie dieses Spiels. Ich sollte hier vielleicht Psychomusik einblenden. Guten... Tammy ist fort. Und wir werden sie nie wiedersehen. Aber was ich euch jetzt zeigen kann, die Leiste unten ist jetzt voll. Und dadurch mache ich eine Spezialattacke mit der Mainwaffe, die ich ausgerüstet habe. Dazu muss ich einfach nur den Angriffsknopf drücken und die Axt wird dabei halt weggeworfen. Der sagt im Prinzip das gleiche und nur, hä, wo deine Freundin irgendwo gesehen. Keine Ahnung, wo sie sein könnte. Ich habe damit nichts zu tun und ich kenne auch niemanden, der damit was zu tun hätte. So, geh tot. Ich sterbe. Mein Gott, ich spreche schon wie die JKA 87. Geh tot. Ja, du kannst kein Deutsch. Vergiss, was ich gerade gesagt habe. Ich leg mich hier gerade mit ganz tollen Leuten an. So, und jetzt sind hier unten diese Eidechsen, die vorher nicht da waren, obwohl sie in meinem Playthrough vorher da waren. Keine Ahnung, das ist vielleicht ein Bug. Das Spiel ist ohnehin nicht so ganz gut designt. Was man hier machen kann, ist gehen und wiederkommen. Dann sind alle wieder da. Oder dann also es ist eine zufällige Anzahl, die hier quasi respawnt. Aber ich werde das nicht weiter ausnutzen, sondern einfach weitermachen. Mit Reifeprüfung, jawohl. So, okay. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich diese Level-Ups rausschneiden soll, weil das ist immer... Abwechseln, Kraft, Reife, Kraft, Reife. Und man sieht, man wird vollständig geheilt. Und nachdem man alles hier umgelegt hat, erscheint eine Schatztruhe mit dem Bronzeschlüssel. Und dieser Bronzeschlüssel ist wieder eine Mitbewohner aus diesem Cats-Hotel. Was eher aussieht wie eine Burg heißt, ist der Schlüssel zu der Höhle. Und was haben wir gehört? Dieser Spiegel ist in eine Höhle geworfen worden. Und hier habe ich als Kind immer irgendwie verzweifelt, weil ich nie wusste, was ich jetzt zu tun habe. Wie ich an den Schlüssel komme und ja, man muss ihn ausrüsten über Dinge. So, Bronze. Salbe ist übrigens ein Heilmittel für negative Statuseffekte. Hallo, fescher Rotmagier. Du vermisst deine Freundin. Bei Cats sind schon viele Mädchen verschwunden. Ich habe sie entführt. Sie müssen in den Särgen im Keller eingesperrt sein. Särge? Im Keller? Okay. Du suchst den Spiegel. Soll ich dir denn dabei helfen? Jo. Gucken wir doch mal, was er macht, wenn ich ihn was frage. Morgenstern oder Pickel können Wände einreißen. Sie klingen anders, wenn du an sie schlägst. Ich habe immer gesagt, früher als Kind... Hä? Was will ich damit sagen? Wie soll ich auf eine Pickel schlagen, um zu hören, wie sie schlägt, klingt? Oh Gott, ich hasse diese Fischis oder was das sein soll. Was soll das hier sein? Irgendwie fliegender Rettich? Keine Ahnung. So, ich werde lieber mal meine meine Lebensmagie benutzen. Nicht benutzen, sondern... vorsichtshalber ausgerüstet lassen, weil diese Gegner hauen rein wie elende Schmitzkatzen. Das hier ist ein Spinnennetz-Zielscheiben-Monitor auf dem Bodenschalter. Keine Ahnung, er öffnet jedenfalls eine Treppe und ich werde einfach mal, hatte ich eben gespeichert? Ich weiß es nicht. So, ich werde jetzt auf jeden Fall mal lieber speichern. Und gehen hier weiter lang zu... Naja, er kann übrigens Feuerbälle schmeißen und ist total dämlich, weil er das immer in zufällige Richtung macht man sich deswegen nie drauf. Was ist das? War das dann? Ich dachte immer ein Fisch, aber jetzt. Könnte es eine Schnecke sein. Von 22 Lebenspunkten auf 8 runter. Von 22 auf 8. Oh shit, ich habe was vergessen. Was habe ich vergessen? Und. Ne, Moment, ich habe doch noch Zeit. Ja, was habe ich jetzt vergessen? Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt. Ja, ich weiß es, aber. Ich glaube, ich werde es offscreen nochmal besuchen. Was er sagen wollte, sie klingen anders, wenn man dagegen schlägt, ist wie ähnlich wie bei Zelda Link's Awakening, dass Wände, die man einreißen kann mit Pickel oder Morgenstern,
einen komischen Ton verursachen, wenn man dagegen schlägt. So, zack. Ich frag mich immer noch, was das sein soll. Tentakel-Entai-Viecher-Monster. Hört ihr? Ding, wie die unbesiegbaren Gegner. So, Waffe. Quatsch, Waffe. Nein! Dinge, ich vertue mich jedes Mal damit. So, ich hoffe, die Pickel reichen noch eine Weile. Sonst muss ich welche einkaufen. Aber der Inventarplatz ist ziemlich klein. Huch! Was verbirgt sich in dieser Schatztruhe? Und was habe ich vergessen? Erfahrt dies in der nächsten Folge von Let's Play Second Den Setsu! Ja, ich muss den gerade überlegen. Bis zum nächsten Mal. Für euer Final Mastery 13. Ciao!